Ich war mit 12 Jahren in Rostock in so einer neurologischen Klinik. Zur Kur, ja, Kur, Heilung kann man sagen. Und dann haben sie halt ADHS diagnostiziert. Ja, ein bisschen manchmal nervös. Dafür nehme ich auch Tabletten für sowas, um ruhiger zu werden. Das hängt auch damit zusammen, wenn ich diese Tabletten abends mal nicht nehmen sollte, kann ich schlecht einschlafen. Es ist sehr wichtig, dass Menschen mit einem körperlichen, geistigen Defizit oder auch einem Migrationshintergrund hier gerne gesehen werden und auch gerne aufgenommen werden. Denen helfen wir jederzeit weiter, wenn die irgendwie Bedarf haben. Da wird hier keiner irgendwie weggeschickt. Die dürfen gerne hierher kommen und bei uns mitmachen. Ja, auch da bin ich sehr dankbar. Wir haben es geschafft durch die Inklusion, die wir hier hochhalten beim SC Osterbeek. Für ihn eine Position zu finden, die leider nicht mehr direkt spielerisch in der Mannschaft funktioniert, aber dafür ist er immer noch zu 100% bei uns als Betreuer. Er unterstützt uns bei sämtlichen Kleinigkeiten, Wasser, Arztkoffer oder auch lustige Sprüche. Bei den Spielen kümmert er sich fleißig um die Getränkeflaschen. Wenn irgendwas anderes benötigt wird, dann ist Andy der Erste, der losläuft und das von sich aus macht, ohne dass er irgendwie aufgefordert werden muss. Ja, also das habe ich mit 7, 8 Jahren entdeckt, meine Leidenschaft als Fahrradmechaniker, dass ich mit Fahrrädern was zu tun haben wollte, weil hat mich halt einfach fasziniert, wie so ein Fahrrad aufgebaut ist. Wie man zusammenbaut, wie man es auseinandernimmt. Andy ist ein sehr feinfühliger, lustiger Mensch, der einfach Stimmung in die Mannschaft bringt. Und ja, bei uns heißt er Zweiwort Andy. So gibt er sich auch kurz, knapp, knackig. Einfach genial, der Mensch. Ja, es ist wie mein zweites Zuhause geworden, wenn man so will. Ich bin ja fast am Tag mehrere Stunden hier, sagen wir mal so.